Ahoi, ihr Landratten, und herzlich willkommen zu Uncharted Tides Port Royal in der Sammler Edition. Schön, dass ihr mit dabei sein möchtet. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Wimmelbildspiel, und dieses Spiel habe ich von der lieben Mirami geschenkt bekommen. Und ich freue mich, dieses Game zu spielen. Ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird bei diesem wilden Piratenabenteuer. Ich würde sagen, wir gehen ins Spiel. Es gibt natürlich auch eine Bonus-Story, unruhige Gewässer, aber das schaltet sich erst nach der Hauptstory frei. Wir müssen erst durchs Port Royal. Und wir werden die Schwierigkeit auf Experte spielen, denn wir wollen die unruhigen Gewässer befahren. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Uncharted Tales Port Royal. Well, Jack, so far you've proven yourself useful. Here's the money as promised. Half now, half when we find my father. Pleasure doing business with you, miss. Just hoping for smooth sailing all the way there. That would be more likely if the captain wasn't dipping into the wine shipment all day long. Ja, ja, der gute Wein. Das meins. Blasted hatch is stuck again. Sprich mit Mary Jane. Ja, das ist Mary Jane und wir sind Jack. Captain Jack Sparrow. Ein guter Name für einen Piraten. Ich will erstmal gucken, was wir hier haben. Da ist die aktuelle Aufgabe. Die Karte, die uns jetzt aber gerade nichts nützt. Und ich brauche sie eigentlich eh nicht, weil wir spielen ja auf Experte. Es wird eh nichts angezeigt. Das ist ein Äffchen. Er ist voll süß. Das hat so ein Feeling von Fluch der Karibik. Ich liebe Fluch der Karibik. Wir haben einen Münzbeutel. Es gibt auch einen Tipp. Und da ist ein Fangarme. Cthulhu ist nah. Und hier gibt es irgendwie Sammelobjekte. Wartet mal. Rosenblatt. Errungenschaft freigeschaltet. Und jetzt leuchtet dieser Stein. Wahrscheinlich, weil ich das eingesammelt habe. Gehe ich mal von aus. Aber ich muss jetzt erstmal mit Mary Jane sprechen. Again? We're probably close to Kingston now. With any luck, we should be there within the hour. Which is fine if we ever leave this ship with our luggage. Everything is below deck and the hatch is stuck again. Take it easy. I'll take care of it. Okay. Ich kümmere mich darum. Alles klar. Das Feeling gefällt mir hier schon mal sehr, sehr gut. Also muss ich sagen, was ist das? Gewichte, 1 von 3, eine Brechstange und ein Münzbeutel. Ja, guck mal. Zufällig habe ich die Brechstange gefunden schon. Get my bag too, will you? Ach, ich soll Mary Janes Tasche kaufen, wollte ich gerade sagen, holen. Das kann die Gute nicht. Muss ich machen. Na toll. Haben wir hier auch... Ah, ja. Ein weiteres Rosenblatt hat sich offenbart. Hier ist wohl so das Lager. Hier sind ordentlich Kartoffeln und Wein in Massen. Richtige Piraten trinken eigentlich rum, aber diese nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Captain Glockenscherze sehr positiv aufnimmt. Im Falle eines Piratenangriffs, weiße Flagge hissen. Ich will keine weiteren Männer verlieren. Und der nächste Hundesohn, den ich erwische, wenn er ohne Grund die Glocke läutet, wird einen Monat das Deck schrubben. Kapitän Edwards. Uiuiui. Kann ich da rein? Ins Lager? Der Seebär kann den Anker nicht alleine einholen. Das ist also ein schwacher Seebär. Navigationsgerät haben wir eingesammelt. Cooler Sound. Oh Gott, das ist so eine, ja, so ein Wimmelbild. Scheinbar. Ich gehe mal davon aus, ich muss die Sachen finden. Da haben wir den Hut. Ja, das ist cool gemacht.
Sehr nice. Den Gürtel. Das ist noch der Handschuh. Einer meiner allzeitbereiten Dietriche fehlt. Schlossknacker-Ausrüstung. Die haben wir dann auch. Wir haben alles. Das ist unser Gepäck. Und jetzt ist Mary Jane dran. Die gute Mary Jane braucht natürlich ihren Haarschmuck. Und ihren Piratenhut. Das ist wieder so typisch. Die Frauensachen, ne, sind alles so Schmuck und Fächer. Naja. Alles ist gepackt. Jetzt müssen wir nur noch anlegen. Mary Janes Tasche. Die haben wir schon mal eingesackt. Und ich lese einfach mal eben den Brief, der da drin ist, für sie. Bin ja gar nicht neugierig. Der Brief ist ziemlich vage, aber alles, was wir haben. Liebe Mary Jane, ich glaube, dein Vater hat sich auf der Suche nach einem Heilmittel für dich in Schwierigkeiten gebracht. Werde alles erklären, wenn du hier bist. Ich schicke dir seinen Anhänger zur Aufbewahrung. Dr. Ben. Okay, also sie hat ja gesagt, sie gibt uns die Münzen, schon mal die Hälfte davon. Und die andere kriegen wir, wenn wir ihren Vater finden. Ihr Vater ist verschwunden, wie auch immer. Und scheinbar hat er sich in Gefahr gebracht, um ein Heilmittel für sie zu finden. Mary Jane ist scheinbar krank. Hier ist deine Tasche, meine Gute. All right. We should be all set right now. Do you remember the plan? Aye, aye, madam. You only explained it about 100 times. Once we're in Kingston, we'll look for your father's crewmate, Dr. Ben. Oh, oh. Es wird nebelig. I can't see a thing through this thick fog. I'll need help navigating. Okay, let me grab the spyglass. Blazes! The key snapped off in the lock. Ernsthaft? Let me see. Mary Jane, kannst du eigentlich überhaupt irgendwas alleine? Dann lass mich mal hier ran. Ich habe eine Holzfahne. Das Schloss scheint wirklich kompliziert zu sein, aber ich schätze, ich könnte meinen Dietrich eine Chance geben. Achso, da. Ich hole jetzt mein Dietrich raus. Das sieht gut aus. Okay. Geknackt. Da haben wir ein Fernglas. Jane ist auf dem Hauptdeck. Am besten gehe ich auch dorthin. Ja, aber ich fahre erst mein Fernglas raus. Und eine Karte habe ich. Karte, Fernglas, Holzpfanne, Navigationsgerät, eins von drei Gewichten und Münzbeutel. Ja, also hier haben wir beide Sammelobjekte einsammeln können. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Zwei Gewichte und Glockenklöppel. Alles klar. Das kann ich aber gerade noch nicht. Die rote Flagge wird nur im Fall der Kapitulation entfernt und durch eine weiße Flagge entfernt. Da schrubbt jemand das Deck. Da hat wohl jemand aus Spaß die Glocke geläutet. Did you bring them up? Ja, die habe ich, meine Gute. Willst du die haben? Da. Und jetzt? Der Wind hilft nicht. Wir müssen etwas finden, das die Karte beschwert. Oh, halt sie doch einfach fest. Wahrscheinlich willst du die Gewichte, ne? Was haben wir hier denn Schönes? Okay. Dieses weiße Tuch sitzt richtig fest. Naja, komm. Das kriegst du auch eigentlich so raus. Ich brauche beide Signalflaggen, um die Truhe zu öffnen. Ich habe auf jeden Fall eine. Gut. Okay, das sieht eher aus, als hänge es am seinen Fahnen. Sicher ist anders. Mary Jane, geh mal ein bisschen nach links. Beziehungsweise von dir aus rechts. Stell dich mal dahin. Naja. Da war was. Guck mal, jetzt ist der Stein nämlich dunkel. Und wenn man das einsammelt, dann leuchtet es. Alles klar. Ach ja, ich habe ja die Gewichte. Hier. Genau. Und jetzt? Ich brauche auch etwas, um auf der Karte die Entfernung zu messen. Da. We should be heading toward Mermaid Reef. Okay. Das Meerjungfrauenriff ist hier. From there we sail to Shipwreck Isle.
Der Friedhof ist hier. Then we follow the wind to Turtle Bay. Ah, eine Schildkrötenbucht. Das ist cool, da möchte ich gerne hin. Hier möchte ich nicht hin. Das sieht sehr gefährlich aus. Cthulhu ist am Werk. And then off to Shockfin Ridge. Hm, Haiflossenkamm. Klingt sehr sicher. It's smooth sailing along Fort Charles, all the way to Crow's Nest. And we're in Kingston. Ja, wir wollen nach Kingston. Und da müssen wir dann hin. Ein langer Weg. Look, there's Mermaid Reef. Aber da ist das Jungfrauenriff schon. Oh, eine Möwe. Oh, süß. Wie sie schreit. Oh, ist weggeflogen. Glockenklöppelteil, guck mal. Ja, ich gehe da gleich nochmal hin. Ich bin jetzt frech. Nicht sehr clever, grundlos Alarm auszulösen. Schade. Naja, nix darf man. Kann ich hier noch was machen? Ich sollte mir das näher anschauen. Verwende das Fernglas, um die Orientierungspunkte auf der Karte zu finden. Verwende den den Schieberregler, um den Fokus einzustellen. Scheinbar müssen wir 5 Sachen finden. Und erstmal das Meerjungfrauenriff. Das ist wie auf der Karte. Wir wollen ja zuerst das Meerjungfrauenriff ansteuern. Da ist sie. Dann der Schiffsfriedhof. Das müsste der sein. Ja. Dann wollen wir da hin. Jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Da. Und zum Haiflossenkamm. Ach genau, das war die Schildkrötenbucht, ne? Genau. Haiflossenkamm. Und dann nach Kingston. Da ist es schon. Oh oh. Wir bekommen Besuch. Piraten. Ich will hier runter. Unter keinen Umständen kann ich mit bloßen Händen da runtergleiten. Ich breche mir das Genick. Ach komm, das schaffst du. Du bist Captain Jack Sparrow. Der schafft alles. Oh, ich glaube, es wird lustig. Hui! Ships approaching. And they're flying the Jolly Roger. They must be after the shipment of wine. Go, sound the alarm, rouse the crew. I'll assemble everyone here on deck. Warum wollen die Weinladung? Haben die keinen Geschmack? Ich stehe nicht so auf Wein. Also, ich trinke ihn auch, aber... Pirates! On your feet, lads! We're under attack! Wir werden angegriffen. Lads! Seems there's no waking them. You'll have to ring the bell, Jack! Wieso, wo sind die? Wo ist das Äffchen? Wo ist der hier das Deck geschrubbt hat? Um alles muss ich mich kümmern. Dann läuten wir mal. Pirate! Ja, Beeilung! Beeilung, Jungs! Hopp, 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 hopp! Da ist eine Fahne. Die nehmen wir mit. Die Fahne war... Somebody, raise that white flag. Ja, ich kümmere mich drum, natürlich. Wer auch sonst? Wer auch sonst? Da. Ach so, okay. Jetzt habe ich da ein Stück von der weißen Fahne. Wie kriege ich das da raus? Ich muss einmal hier hin. Ja, dann sacken wir das hier mal ein. Ach so, Nadelfaden und eine Schere. Ah ja, ich weiß, was zu tun ist. Die muss ich auch noch nähen. Die Piraten, die warten erstmal, bis wir mit Nähen fertig sind. Die haben Verständnis dafür. Erstmal in Ruhe. Nähen. Ein wahrer Pirat. So. Die weiße Flagge wird gehisst. Wir ergeben uns. Ist denen aber scheißegal. Okay. Ui. Abandon ship.
They won't spare anyone. And what about Mary Jane? She's right there, in the thick of it. Mary Jane, natürlich mittendrin und voll dabei. Dann gehen wir mal zu ihr. Das können wir runterholen. Oh, Vorsicht! Warte mal, warum hat er diese Kette um? Der Kompass, er glüht, als würde er brennen. Oh oh. Das macht man nicht mit einer Lady. Was seid ihr nur für Barbaren? Land Ahoy. Ist das schick? Scheinbar haben wir die Rollen getauscht. Die Münze hat sich ja eben umgedreht und dann haben wir gesehen, dass die Münze auf Mary Jane zeigt. Das ist natürlich echt cool gemacht, das Zeichen, dass wir jetzt die Rollen tauschen, so gesehen. Ja. Jack. Are you out of your mind? That was an insane thing to do. That's an interesting way of saying thank you. And I'll take it. Oh, quiet down. I'll have to bind your wound if you want to stand a chance of reaching Dr. Ben. Jane, there's something glowing in your pocket. It's the compass I snatched from the pirate captain. Ja, aber da ist das Zeichen drauf. Anhänger des Vaters. Warum passt er da genau rein? Ach, war ja nicht ihr Vater, sonst hätte sie ihn ja erkannt. Aua. Oh, Jack, ey, was machst du für Sachen? Was machst du nur für Sachen? Wir suchen uns hier erstmal ein paar Dinge zusammen. Aber ich glaube, wir müssen hier weiter rein. In den Dschungel. Das ist ein Seil. Darf ich das nehmen? Ja. Das ist sehr gut. Irgendwas fiebt hier. Papageien! Cool. Süß. Kingston. Die Straße geht geradeaus durch diesen Dschungel. Da ist das Symbol. Das hält nicht. Ich muss es erst reparieren. Das ist ein Schwertgriff. Da ist ein Schlüssel. Okay. Okay, okay. Ich habe ein Tuch. Bringt das was? Für ihn? Nee, müssen wir erst säubern, ne? Müssen wir leider erst säubern. Hat so keinen Sinn. Da haben wir auch noch das Zeichen. Der Schiffswrackmast scheint ein guter Aussichtspunkt zu sein, wenn ich ihn nur erreichen könnte. Da! Süß. Sehr süß. Der Dschungel ist zu dicht, um einfach blind durchzutrampeln. Ich habe nicht die Absicht, mein Glück herauszufordern. Einige dieser Pilze könnten giftig sein. Goldener Schlüssel, Tuch, Hakenseil. Musste erst reparieren. Ich weiß gar nicht, was das ist. Okay. Diese Bretter könnten sich als nützlich erweisen. Ich könnte sie abstemmen. Leider haben wir aber nichts. Ich habe nur ein Hakenseil. Ein Schwertgriff habe ich nur.
Haben wir hier noch irgendwas? Ich muss ihn nur heilen hier. Das bringt uns sonst gar nichts. Erst reparieren. Gut, ich würde sagen, ich beende den ersten Part von Uncharted Tides Port Royal. Und dann schauen wir mal, was wir für Jack tun können. Wir müssen ihm auf jeden Fall helfen. Er ist verletzt. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen werden. Wir müssen auf jeden Fall nach Kingston. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Und wenn ihr mögt, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Euer Captain Inoue LP.